Ja, hallo meine Lieben. Ja, da ist Alex. Guckt ein bisschen skeptisch. Geht nach Ich drüben. sollte im Blumenladen mit Mac reden. Genau. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Ich mache mal kurz hier auf die Handyansicht. Herzlich willkommen zurück zu Life is Strange True Colors. Ja, in der letzten Folge haben wir ja mit diese Stephanie, ich kann mir den Namen echt nicht merken, nicht Stephanie, mit Charlotte gesprochen, genau. Und haben gemerkt, dass ja und diese wunderbare Minengesellschaft, die für den Tod unseres Bruders mehr oder weniger verantwortlich ist, ihr Schweigegeld geboten hat. Und wir haben ja wohl gemerkt, geraten, nein, auch wenn es viel Geld ist und es dir potenziell helfen könnte mit dir und deinem Kind, nimm es nicht an, verkaufe dem Teufel nicht deine Seele. Tja, jetzt müssen wir natürlich noch mit Mac reden, der scheinbar das hätte verhindern können, wenn er den Anruf gehört hätte. Ob das so stimmt, das werden wir jetzt ja sehen. Ich würde sagen, wir machen erstmal weiter. Dort. Wieder die Warteschleife. Alter Schwede. Okay, der übertreibt vielleicht. AAA-Mitgliedschaft kündigen. Der rastet komplett aus hier. Wir natürlich gucken, von wo wir gekommen sind. Von da hinten sind wir, glaube ich, gekommen. Und jetzt gucken wir uns ja noch ein bisschen um, ob wir auf dem Weg zu Mac noch was finden können. Ja, eine Warnung wäre schön gewesen. Ja, die Warnung hat leider jetzt auch nichts mehr gebracht. Steph wollte, dass ich im Plattenladen vorbeischaue, wenn ich Zeit habe. Ach ja, Zeit habe ich immer. Komm, wir besuchen mal Steph. Wir nehmen alles mit, was wir auf dem Weg finden können. Das ist ganz wichtig. Genau. Also, wir wollen uns ja nichts entgehen lassen, ne? Sehen, ob es hier auch irgendwas Neues zu entdecken gibt oder etwas, was uns weiterhilft. Ich meine, Steph muss das ja auch. Steph wollte, dass ich vorbeikomme. Sie muss hier irgendwo sein. Muss das ja auch sehr mitgenommen haben. Ach. Well, lass uns doch einfach Freunde sein. Tja, es ist eine Katze, ne? Also, du musst, wenn dann schon auf die Knie fallen und sie anbetteln, dass du ihre Freundin sein darfst oder wo er ihre Untergebene, ihre Dienerin, ja. Das ist hier schließlich mit Katzen. Katzen haben keine Herrchen oder Frauchen, sondern nur Bedienstete, ne? Chrissy sieht süß aus. Es wäre falsch, den Hund von jemand anderem zu beanspruchen. Oder? Weiß ich nicht, was haben wir denn hier? Red Rock Sommerkonzerte. Brüder Ramirez. Waschbärenbeseitigung. Haben sich diese maskierten Viecher in ihrem Heim breit gemacht, rufen sie die Brüder Ramirez an, wir vertreiben sie. Wir vertreiben sie, naja, hoffentlich nicht mehr als das, ja. Also. Es sind auch nur arme Lebewesen, die versuchen zu überleben. Hund gefunden, Golden Retriever. Auf der Marke steht Chrissy. Glaubt, sie sei klein genug, um ein Schoßhund zu sein. Bitte rufe an, bevor meine Familie sich verliebt. 303-555-0108, Flohmarkt. 99 Dollar, 79 Dollar, 99. Also einfach nur ein normales Anschlagbrett mit verschiedenen Sachen. Das hilft uns auch nicht wirklich weiter. Ja, so viel Neues gibt es hier scheinbar auch nicht. Wir können ein bisschen noch rumgucken. In der ersten Episode haben wir uns ja schon etwas detaillierter hier umgeschaut. Dass er wirklich diese Platte bestellt hat. Oh Mann. Da ist er drin, da gehen wir auch gleich rein. Aber der Typ in Hoodie, der leuchtet schon so. Das heißt, wir kriegen da wahrscheinlich wieder eine Erinnerung. Dann machen wir mal. Wie konnte Chrissy mich verlassen? Nach allem, was wir durchgemacht haben. Chrissy. Ach. Moment, hieß so nicht der Hund, der gefunden wurde? Ich bin mal nett, ne? Also ich möchte ja Tiere und Menschen zusammenführen, also pass mal Hey, auf. du suchst doch nach deinem vermissten Hund, oder? Ich glaube, er ist in Todds Baumarkt. Ernsthaft? Oh, vielen Dank. Ich rufe da sofort an. Mach mal. Und ich habe gleich eine Dings bekommen, ein Hi, Achievement. ich rufe wegen des Hundes an. Chrissy. Geht's ihr gut? Na klar. Oh, Gott sei Dank. Ist sie bei Ihnen? Ah, toll. Ja, haben Sie vielen, vielen Dank. Kann ich Sie gleich abholen? Kein Stress. Alles gut. Ich warte. Ja, wunderbar, ne? Alex rettet den Tag hier. So muss es sein. Hier haben wir noch ein. Noch eine Ausgabe von Legendary Monster Hunter Thanor. Na, wenigstens kannst du die Comics von ihm immer noch angucken, ohne irgendwie vielleicht dich traurig zu fühlen. Wegen Gabe. Wir werden das schon noch rausfinden, was da wirklich passiert ist an dem Abend. So, gucken wir mal. Ja, es wird sehr schön gezeichnet hier.
Fähnung. Es wird Zeit, dem alten Freund einen Besuch abzustatten. SFX Snap. Also so ein Dingsgeräusch. Ein, wieso würde man so schön sagen, Onomatopoetika ist der Haupt, sozusagen, ist das der Fachbegriff dafür. Fähner. Oder sollte ich sagen, einem alten Feind. Und da ist er, dieser Goblin, ekelhafte Goblin-Typ aus der Hölle. Mutiert und ekelhaft. Sowas sagt er, ein Troll. Ja, du hast dir nichts zu suchen, Monsterjäger. Ich gehe nicht, bis ich Antworten habe. Du wirst überhaupt nicht gehen. Aber wie wir sehen, ja, führt er seine geilen Karate-Kicks aus. Also er kann nicht nur gut mit dem Schwert zuschlagen und ist geübt im Schwertkampf, sondern kann auch gut kicken. Also wunderbar. Und der hat hier eine prächtige Wampe. Fantastisch. Also zwei Erzfeinde. Troll gegen Mensch. Ich würde gerade sagen Speer, aber das ist eher so eine Art Pike, oder? Eine Pike gegen Schwert. Gucken wir mal, wer gewinnt. Ja, er schlägt daneben. Er versucht ihn... Ach, hier. Er schlägt ihn den Holzstab seiner Waffe durch. Nein. Und dann hält er ihn am Kragen und sagt, wo ist das Himmelsschwert? Ja gut, ich sag's dir. In meinem Arsch. Nein, ist es natürlich nicht. Du, das Schwert wurde zuletzt in der Stadt Carneris gesehen. Carneris? Aber sie wird von Wehrspinnen heimgesucht. Alle, die nach dem Schwert suchen, verlieren etwas, das ihnen am Herzen liegt. Aber es ist mir vorbestimmt, das Land mit dem Himmelsschwert zu retten. Oh, gut, dass du dich nicht allein auf die Reise begibst. Elwyn! Eine elfische Begleiterin. Aber wie es weitergeht, werden wir wahrscheinlich nie erfahren, oder zumindest erst wahrscheinlich im nächsten Kapitel. Und letzten Kapitel? Ich glaube, es hat nur 3 Kapitel, das Spiel, ne? Sieht aus, als würde Steph an einem neuen Projekt arbeiten. Steht in einer Thanor, no peeking, ja. Ich mach's nicht. Hilfreich. Ah, ich bin in 5 Minuten zurück oder 10 oder 15 oder nie wieder. Gibt's noch irgendwas, was ich vielleicht hier einsammeln kann? Irgendwas, was mit einer Emotion beladen ist? Nix. Trinkvogel. Immer weiter. Den kennen wir ja schon. Das ist ja unser alter Freund hier, der Trinkvogel. Blachzeug. Vielleicht spielt sie mir ja mal was vor. Nochmal fassen wir das nicht an. Ich meine, da haben wir uns ja nicht in der ersten Episode auch daran vergriffen. Was haben wir denn hier Schönes? Die neunte Wächterin ist cool, aber nicht so cool wie Thanor. So, wollen wir Steph jetzt hier Auslage haben wir noch? Ja, schön. Ich hoffe, wir werden noch viele Abenteuer von Thanor erleben. Ja, und ich will mal sehen, was will denn jetzt hier die gute Steph von uns? Gut, anklopfen können wir. Könnte ich einfach reinstürmen? Na, dann machen wir es mal auf die höfliche Art und Weise. Ich sehe gerade gar nicht. So, klopfen. Ja, sie freut sich, uns hey, zu sehen. Danke, wunderbar, dass du gekommen bist. Ich habe nur kurz Zeit, aber... Besser als gar nichts. Hast du mit Ethan geredet? Geredet ist etwas übertrieben, aber ich hab's versucht. Er hat was für mich gemalt, oder? Die Sache nimmt ihn echt mit. Aber nach unserem Spiel heute Morgen habe ich nachgedacht. Was, wenn Ethan auch so etwas braucht? Etwas, das Spaß macht, das ihn ablenkt. Sowas wie ein Lab. Also machen wir es doch, oder was, ne? Wie das, zu dem du und Gabe ihn mitnehmen wolltet? Ja, aber zugeschnitten auf ihn und Thanor. Sehr cool. Ach so, also kann ich dann seine elfische Begleiterin spielen, scheinbar. Er wird es lieben. Ja, sehe ich genauso. Aber du musst mir dabei helfen. Es muss ihn so richtig umhauen. Du hast doch einen von Ethans Comics, oder? Ich habe sie alle gelesen. Und? Was denkst du? Wen würde der berühmte Monsterjäger am allerliebsten bezwingen? Kraven, the Lord of the Underworld! Oder... Storm River, the Undead. So, ich hoffe, das hat jetzt keine weitreichenden Konsequenzen. Die sehen beide ziemlich cool aus, ne? Also der Linke hat halt schon sowas von so einem klassischen Lich King, ne? Der so die, ja, der so skelettartig in seiner unheiligen Ritterrüstung steht und die Blitze beschwört. Rechts haben wir, ja, ne? Ja, was macht er denn? Er beschwört sozusagen schon hier die Seelen, die um ihn herumkreisen, die untoten Seelen. Und sieht auch etwas... seine Rüstung hat ein bisschen was von zerschmolzenen Kerzenwachs. Sieht ja beides ziemlich cool aus. Ich weiß es gar nicht. Sturmbringer. Kravis. Ich glaube, ich nehme mal Kravis. Fabius sieht echt krass aus. Nimm ihn. Ah, ich finde er auch ziemlich cool. Okay. Oh, ich muss jetzt wieder rein.
Ich habe alles in meinem Notizbuch. Guck's dir mal an und hilf mir bei der Auswahl. Klar, ich schau mal rein. Ist okay. Der vermeintliche Mord oder der Unfall meines Bruders, das kann ja erst mal warten. Komm, lass mal erstmal was für den. Aber wir sind auch ein guter Mensch, wir haben das ja auch schon bewiesen, deswegen, warum sollen wir denn nicht wenigstens auch mal etwas für den Ethan machen? Der ist wahrscheinlich schon traumatisiert genug, ne? Dass ich wieder anfange zu spielen. Vielleicht mache ich das. Privatwirtschaftliche Förderinteressen stellen ihren Gewinn über die Gesundheit ihrer Familie. Was du nicht sagst. Mhm. Das haben wir schon gesehen, ne? Haben wir schon gesehen. Rufen Sie Ihre Abgeordneten an, sagen Sie ihnen, sie sollen Nein stimmen für das Volksbegehren 39, Haven Springs, derzeitige Förderstätte, geplante zukünftige Förderstätte. Privatwirtschaftliche Förderinteressen stellen ihren Gewinn über die Gesundheit ihrer Familie. Lassen Sie die Berge weiter hoch auf. Oh, 1, 2, 3. Lassen Sie die Berge weiter hoch aufragen. Ja, das wollen wir. Propose Future Mining Sites. Da soll das überall passieren. Und da ist Haven Springs, ne? Ja, jetzt hätte ich gerade wenig, wird mir schon so ein bisschen bedrängt und eingeschlossen von diesen Mining Sites. Also, ja, so fängt's an. Ne? Erst wird eine, so von den großen Tycoons und sowas und Corporations, erst wird eine Mine eröffnet, dann die zweite, dann die dritte. Und Haven Springs, dieser kleine Naturort in den Bergen, ganz versteckt, wird dann einfach nur zur Industrieruine oder was. Denn das ist es, was diese Stadt braucht. Mehr Bergbau. Hinweis zur Abstimmung des Stadtrates von Haven Springs. Am 26. Mai wird eine offizielle Stadtratsversammlung stattfinden. Um eine Maß... Ich glaube, das kenne ich sogar schon. Warte mal. Dieses Jahr gratis, also bringt eure Freunde und Familie mit. Oder nee, wir gehen mal natürlich noch nicht. Alles möglich. Gitarre ansehen. Ich wollte, dass ich wieder anfange zu spielen. Vielleicht mache ich das. Ja, wir haben ja schon ein ziemlich deprimierendes Lied gespielt. Wo wir die Gitarre da hatten. Ich spreche nochmal an, ne? Wie sieht's aus? Danke nochmal. Chrissy und ich schulden dir was. Na dann. Kein Ding. Oh. Anscheinend will Steph mehr als nur ein paar Entscheidungen von mir. Sie will, dass ich eine Bardin spiele. Das ist doch cool. Bardin ist doch eine coole... Ja, ein cooles Handwerk hier. Alex, füll deinen Charakter aus. Die Bardin, Name wissen wir noch nicht. Volk Halb, ey, hab ich doch gesagt. Klasse Bade, ne? Wir haben sie ja schon im Comic gesehen mit der Harfe auf dem Rücken geschnallt, ne? Fähigkeiten Verzerrungsfeld oder heilende Serenade. Stufe 1, Trefferpunkte 10. Wie hast du Thanor kennengelernt? Oh, dann bin ich wohl dabei. Wohin? Fangen wir mit meinem Namen an. Ach schade, ich hätte sowas wie Torfina genommen oder so. Elvin ist ja so typischer Elfenname, ne? Würde sogar passen, weil das doch, so hieß er doch hier in dem Comic. Das würde zeigen, hey, wir interessieren uns auch für dich, wir lesen deine Comics tatsächlich und denken uns nicht nur irgendwelche trivialen Sachen aus. Also Alvin. Da würde sich freuen wahrscheinlich. Wie wär's mit einer Erinnerung an Ethans alte Freundin? Mhm. Jetzt zu meiner Fähigkeit. Verzerrungsfeld klingt cool, aber heilende Serenade könnte am Ende nützlicher sein. Richtig. Und wir nehmen die heilende Serenade, weil A, ich spiele gerne solche Support-Charaktere. Das finde ich immer ziemlich spaßig. Und das passt ja auch zu uns, ne? Ich meine, auch wenn wir daran zweifeln, wir sind durchaus eine sehr helfende Seele und eine sehr empathische Seele. Deswegen ist heilende Serenade schon sehr passend. Heilende Serenade, ganz klar. Wie habe ich Thanor kennengelernt? Ist aber auch lustig. So wie sie es im Kreis hat, ist das gar nicht so klar. Also das könnte... Ich hätte den Kreis da nicht so groß gemacht, weil wenn ich davor sitze, würde ich denken, hä, was meinst du jetzt, Distortion Field oder Healing Serenade? So heldenhafte Geschichte oder eine lustige Geschichte. Ja komm, es ist ja, seine Comics sind ja nicht so lustig, sind ja eher so diese typischen Fantasy-Epen à la Herr der Ringe. Deswegen heldenhafte Vorgeschichte. In einer düsteren und stürmischen Nacht. Dieses Larp-Ding könnte wirklich funktionieren. Ach schade, ich dachte, du liest die Geschichte uns zu Ende vor. Den Rest müssen wir uns dann wahrscheinlich... Ja gut, den Rest müssen wir uns dann dazu denken wahrscheinlich. Können wir dich jetzt noch irgendwie... nerven? Nee, scheinbar nicht. Gut, du machst mal dein Ding. Ich habe allen geholfen hier. Gibt's noch irgendwas, was ich... erinnerungstechnisch mitnehmen kann?
Ne, scheint nicht so. Da würde ich sagen, gehen wir raus und werden dann endlich mal den Mac konfrontieren. Tja, Alex rettet den Tag. Es sind die kleinen Sachen, ne, die die großen Unterschiede machen. Und Alex hat ja bewiesen, dass sie es durchaus drauf hat. Auch wenn wir sehr zweifeln, immer wieder an uns. Aber, naja. So, ne, der Ziegenbock da oder ich Steinbock. Ich sollte im Blumenladen mit Mac reden. Ich bin noch auf dem Weg. Ich frag mich, woran Steph arbeitet. Sieht cool aus. Ich wollte ihr eine Nachricht schicken und mehr herausfinden und gucken, ob ich helfen kann. Craviest Lord of the Underworld. Da ist er. Das hat nicht zufällig was mit deinem letzten Post zu tun, oder? Verflixt, wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, das herauszufinden. Na gut, ich beiße an. Was auch immer es ist, es sieht aus, als wird es alle umhauen. Sei still, du. Ich arbeite an einem Abenteuer für Haven. Meldet euch, falls ihr teilnehmen wollt. Das hatten wir, glaube ich, schon, den ganzen Rest hier. Vor allem war ich bereit, den Ort zu verlassen. Genau, das waren diese ganzen Trauernachrichten, die ich mich mal durchlesen möchte, sonst weine ich ja noch. So, Steph, was sagt sie denn? Ich denke, dass es Even gefallen wird. Das denke ich auch. So. Mehr haben wir jetzt noch nicht rausgefunden. Ich weiß, ich laufe gerade wieder in die vollkommen falsche Richtung. Tut mir echt leid. Es ist ja nicht deine Schuld. Ich habe mich einfach nur darauf gefreut, den Tellerpeak zu besteigen. Was ist mit ihm los? Hat er keinen Bock, oder? Die Wege bleiben wohl noch eine Weile geschlossen. Jemand ist vor ein paar Tagen in der Schlucht gestorben. Ja, mein Gott, ein Leben ist ja wichtiger als eure kleine Wanderung da, ne? Naja, wir versuchen es einfach nochmal, wenn ich mit Mom und Dad am 4. Juli komme. Leute, ihr seid ja mitten in der Natur. Ihr werdet doch mal einen anderen Wanderweg finden oder mal ein bisschen, keine Ahnung, geht am Bach spielen oder so, was weiß ich, aber so, dass das jetzt so wichtig wäre. Warum werden wegen eines Unfalls alle Wege gesperrt? Dieser Urlaub ist ein Reinfall. Alter. Ja, wir alle haben hier zu kämpfen. Das ist natürlich tragisch, ne? Wie kann nur ein Mensch sterben? Ne? Das ist furchtbar. Und da deswegen könnt ihr eure Wanderung nicht machen. Ich habe richtig Mitleid. Mädchen auf Bonk. Oh, das ist doch seine Schwester. Das arme Ding. Ach, dieses Mitleid nervt langsam. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man in die Menschen dauerhaft hineingucken kann. Ja. So, Flowers. Wollen wir reingehen oder wollen wir uns erstmal hier umgucken? Wahrscheinlich... Hab Mac immer noch nicht gefunden. Jet meinte, ich soll im Blumenladen nachsehen. Ja. Ich glaube, hier kommen wir gar nicht lang. Und hier geht's wieder zum Ausgangspunkt. Hast du dir schon einen Hühnerstall geleistet? Ja, das interessiert mich jetzt nicht, ob sie das gemacht hat oder nicht. Wahrscheinlich heißt es jetzt, ja, da will ich noch nicht lang. Hier haben wir den Blumenladen von hinten. Schöne Auswahl. Wunderbar. So. Ja, so kann natürlich die Spielwelt auch begrenzen. Einfach eine Schubkarre hinstellen und so ein paar Blumenerde-Säcke. Das ist natürlich unpassierbar, ne? Also da drüber zu steigen, das wäre zu gefährlich. Das könnte im Tod enden. Dann wollen wir das mal lieber sein lassen und laufen einfach mal weiter. La 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 la. Achso, wenn ich. Ist interessant, wenn ich das Mausrad drücke, dann fixiert sich die Maus wieder. Die Kamera wieder hinter Alex. Geh weg. Geh mir aus dem Weg. So, jetzt gibt's einen auf die Nuss hier. Oder vielleicht werden wir erst mal versuchen, ein bisschen diplomatisch an die Sache ranzugehen. Wir gucken mal, je nachdem, wie Mac uns jetzt entgegentritt, ne? Na, dann schauen wir mal. Okay, er ist noch gar nicht da. Oder er versteckt sich vor uns. Ach ja, die liebe Omi, die wir in der ersten Episode getroffen haben. Hallo? Eleanor? Sorry. Du musst dich nicht entschuldigen. Wie geht's dir, Liebes? Ah, ging mir schon mal besser, ne? Ich meine... Oh. Ich meine, mein Bruder ist gestorben, was soll ich sagen, ne? Ich bin jetzt nicht gerade in Hochstimmung. Arrangiere mich ist eine ehrliche Antwort und das, ich bin okay, ist einfach nur, naja,
ich lüge dir direkt ins Gesicht. Und ich glaube, wir sind mal ehrlich. Ne? Ich versuche, es immer noch zu realisieren. Gib dir etwas Zeit. Veränderung ist immer schwer. Ja, komisches Gespräch. Mac hier? Er hat mir vorhin noch geholfen. Er ist gerade erst gegangen. Weit kann er noch nicht sein. Okay. Danke. Wo war ich gerade? Oh. Oha. Neue Emotionen, die kennen wir noch gar nicht. Vergessenheit oder Demenz oder was ist jetzt mit ihr los? Nee, bleib mal hier. Ich will mal gucken, was das ist. Nicht rausrennen. Sie wirkt völlig verängstigt. Ich kann sie so nicht zurücklassen. Na, der ist ja immer noch nicht im Garten. Ah, okay. Also ist doch schon... Ist doch eine Emotion, die wir schon kennen. Ich dachte, das wäre jetzt vielleicht irgendwas Neues. Wie bitte? Ach, nichts. Nur etwas Lust. Aller Anfang ist schwer. Oder so ähnlich. Oh Gott. Sie vermehren sich. Oh, hier unten haben wir ein T-Shirt. Das hat eine Emotion. Okay, das Shirt ist mega. Gehört das Riley? Oder eine Erinnerung. Ah, nice. Sehr schön. Erinnerung verbunden damit. Chompbot. Team Chompbot. Was willst du? Willst du dich über mich lustig machen, so wie die anderen Arschlöcher? Was? Nein. Du hast einen irren Killer-Roboter gebaut und einen Wettbewerb gewonnen. Das ist... Wir haben nicht gewonnen, sondern wir sind Dritte geworden. Und oh. Er ist kein Roboter, er ist... Warum lasse ich mich überhaupt darauf ein? Das sieht ja echt fix. Ich habe gerade, ich weiß nicht, ob ihr das auf der Aufnahme erkennt, aber ich habe gerade zwei Achievements bekommen. Einmal, dass ich das T-Shirt gefunden habe und dass ich alle Erinnerungen in Kapitel 2 gefunden habe. Also sind wir mit Kapitel 2 schon so gut wie durch? Was war es denn jetzt hier? T-Shirt, Kapitel 2. Es ist beschissen, wie Kinder ihre Sündenböcke wählen. Es ist egal, wie hübsch du bist oder wie schlau oder wie sehr du einem der coolen Kinder ähnelst. Es braucht nur eine Sache. Ein nerdiges T-Shirt, das am falschen Tag getragen wurde. Ein Augenblick ungekünstelten Enthusiasmus, wenn gleichgültiger Zynismus in ist. Ein ungeschickter Fehltritt. Ein völlig harmloses Nichts, an dem sich irgend so ein kleines Arschloch festklammert und es zu deiner ganzen Identität macht. Arme Riley. Die Typen waren so grausam zu ihr, dass sie darüber nachdachte, aufzuhören. Kein Computerkram mehr, nichts mehr bauen. Das war es nicht wert. Doch dann, und ich fasse das immer noch nicht, tauchte Mac auf, behandelte sie anständig und mit Güte und Respekt. Mac London, oder Loudon heißt er, glaube ich. London heißt er nicht, Loudon. Der suspendiert wurde, weil er Tabak auf den Boden der Cafeteria spuckte. Ernsthaft, Mac, komm schon, Alter. Dieser Mac London erkannte, dass Riley außergewöhnlich war und scheute keine Mühe, damit sie sich auch so fühlte. Trotzdem, Mann, das ist mit dem Tabak eget ekelhaft. Ja gut, gibt Schlimmeres, ne? Aber jetzt müssen wir erstmal rausfinden. Gut, haben wir die Erinnerung auch freigeschalten. Weißt du was? Scheiß auf diese Wichser. Du hast es drauf. Und ich würde deinen Roboter echt gerne sehen wollen. Also, wenn du ihn mir zeigen willst. Ja, das ist natürlich das Problem, deswegen sage ich ja, ne? Ich wollte von Anfang an Mac nicht allzu sehr verurteilen. Ich meine, ich habe seine Tat verurteilt, ganz klar, weil das echt scheiße war, was er da gemacht hat, ne? Und dass er da so dieses Macho-Schwein gespielt hat. Aber, ne, Menschen haben Facetten und wahrscheinlich war das am Anfang auch eine ganz coole Beziehung, eine ganz nette Beziehung, ne? Aber irgendwie... Home sweet home. Denk nicht so sehr drüber nach, ne? Jetzt nicht wieder in ein Loch fallen. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Ich habe schon an hässlicheren Orten gelebt. Ja, oder? Also Haven Springs ist schon ganz schön nett hier. Okay. Riley ist ganz offiziell krass. North High School Tech Jam 2017. Alles klar, gucken wir mal. Oh ja, wir können einfach mal in ihr Büro, das stört sie wahrscheinlich nicht. Sie ist ja gerade eh komplett irgendwie mit sich beschäftigt. Sie scheinen eine wundervolle Beziehung zu haben. Ja, oder? Ich hätte es nicht ohne dich geschafft, Oma Riley. Oh. Wunderbar. Orchidee. Jeder will eine Orchidee, bis ihnen klar wird, wie viel Arbeit es ist, sie am Leben zu erhalten. Fast wie Pflegekinder. Okay, also den Computer wollen wir scheinbar nicht hacken. Alles Flugblatt. Hat mir nie beigebracht, wie man Fahrrad fährt. Ride for the Cure, also gegen AIDS wahrscheinlich, ne? So ein
AIDS Race erfahren für die Heilung. Breckenridge, 18. Juli. Gemeinsam können wir Alzheimer beenden. Okay, hat doch nichts mit. Wieso komme ich jetzt auf HIV? Aber war das ja auch mit, na gut, das war eine Schleife mit einem Knoten, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie hatte ich gerade so eine Assoziation. Kann auch sein, dass das gerade komplett falsch war. Aber ich würde sagen, wir helfen doch mal der guten Eleanor. Dann wollen wir uns mal wieder komplett in sie hineinversetzen und wahrscheinlich ja einen kompletten Zusammenbruch, irgendwie so einen Angstzusammenbruch bekommen. Wir schauen mal. Oh ja. Falls sie denn jetzt Angst, dass wir die Wahrheit rauskriegen oder was, ne? Ja, was ist denn jetzt los hier? Okay. Ich sollte herausfinden, wovor sie Angst hat. Aber die Kasse blinkt schon mal, also wahrscheinlich zu wenig Einnahmen oder was? All meine Erinnerungen verblassen. Ich fühle mich so leer. Ah doch, die hat Alzheimer. Also entweder dafür hat sie Alzheimer oder alle Dinge, sag ich mal, die sie liebt, werden ihr entweder genommen oder verschwinden einfach von ihr, verlassen sie. Ja, und sie sitzt dann ganz alleine da mit ihren Sachen. Die Ärztin meinte, ich hätte mehr Zeit, aber alles hier gerät völlig aus den Fugen. Okay, sie hat Alzheimer. Alzheimers. Eieiei. Ja, das ist natürlich auch eine schöne Symbolik, ne? Wir sind in einem Blumenladen. Ich meine, Blumen stehen ja auch wirklich für Vergänglichkeit. Klar, für Schönheit, wenn sie blühen, aber eben auch für Tod, Vergänglichkeit, für das Eingehen, wenn sie nicht mehr in voller Blüte stehen. Oh Gott, die Arme. Wie versteckt sie das alles? Tja. Ah, hier, Telefon. Wahrscheinlich das Telefonat mit dem Doktor oder so. Danke, Liebling. Ich erledige das gleich. Komm einfach mit dem Scheck vorbei, wenn du Zeit hast. Okay. Und hier das Foto von den beiden. Riley, das ausfindet. Ach du Scheiße. Das darf nicht passieren. Oh, das war... Das ist krass dargestellt, ja. Ja, das Gesicht komplett verwaschen. Nichts kann man mehr erkennen. So, haben wir jetzt hier ein Bild von ihr oder müssen wir uns noch eine Sache angucken, die wir vergessen haben? Was haben wir vergessen? Die Kasse hatten wir schon. Hier irgendwas in der Mitte. Ach, closed hier, ne? Wenn irgendjemand davon erfährt, werde ich den Laden schließen müssen. Ja. Ja, Hill-Cosed, ne? Das ist die Buchstaben. Mixen sich schon komplett durch. Oh, Scheiße. Oh Gott. Jetzt vergiss. Oh nein. Ich sag doch, da ist mehr. Ich sag doch, hier ist irgendwas. Läuft vieles schief. Oh, jetzt bricht ihre Welt im wahrsten Sinne des Wortes zusammen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Oh Gott. Oh, das ist krass dargestellt. Ja, aber auch wirklich sehr, sehr schön sinnbildlich oder sehr metaphorisch. Aber das meine ich damit. Es ist nicht nur, dass sie vergessen hat, ja, was sie getan hat. Sie hat Angst davor, alles zu vergessen. Aber wie kann ich ihr helfen? Tja, ist die Frage, wie kann ich ihr helfen? Ja, vielleicht ihr sagen, wie man ein gutes Erinnerungssystem sich anlegen kann mit vielleicht irgendwelchen Post-its oder Handykalender oder irgendwas in der Richtung. Man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall ja draußen auch alles neblig, so neblig, dass man es gar nicht mehr erkennen kann. Ja, aber schade, dass sie wirklich so große Angst hat, dass andere erfahren, dass sie möglicherweise Alzheimer hat, ja. Das heißt, es ist doch alles relativ oberflächlich in dieser Stadt hier, ne? Weil eigentlich wäre das doch so ein Punkt, wo die sich eigentlich sie unterstützen müssten, statt sie zu verurteilen. Ich sollte mit Eleanor reden. Vielleicht kann ich ihr helfen. Na klar, wir reden mal mit dir. Vielleicht bringt's ja was. Hast du vergessen, woran du gearbeitet hast?
Ich scheine gerade etwas durcheinander zu sein. Das ist alles gut. Vielleicht kann ich helfen. Hm. Schritte zurückverfolgen, das hilft ja eigentlich immer. Wenn man's... Sieht aus, als hättest du heute echt eine Menge auf der Liste. Nicht vergessen hat. Wir könnten es zusammen durchgehen. Oh, ich will dich nicht aufhalten. Nee, alles gut. Ich habe ja schon ein paar Zwischenstopps gemacht, da können wir das auch noch machen. Hey. Alles gut. Ich möchte helfen. Ach, die Arme. Okay. Hm. Was hatte Eleanor zuerst gemacht? Wahrscheinlich hier irgendwas. Ah, das ist ja auch krass, ja. Selbst hier die... verwischt alles hier, ne? Also alles durcheinander gemixt. Als erstes vielleicht We are accused. Wahrscheinlich, ne? Laden geöffnet oder geschlossen. Du musst zuerst das Schild umgedreht haben. Das drehe ich morgens immer zuerst um. Und dann öffne ich die Post. Mhm. Irgendetwas hat mich sicher abgelenkt. Tja. Schon besser. Wir schaffen das. Ja, das denke ich auch. So, wir überlegen jetzt mal. Also, die Post lag dann hier auf ihrem Counter. Was hat sie abgelenkt? Wahrscheinlich nicht die Kasse. Ich meine, die Kasse würde nicht von selbst aufspringen und dann plötzlich ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Als zweites wird wahrscheinlich das Telefon geklingelt haben, kann ich mir vorstellen. Es ist eine Vermutung, aber... Gab es einen Anruf, der dich abgelenkt hat? Würde Sinn ergeben. Ja. Ich erhielt heute Morgen einen Anruf. Aber ich weiß nicht mehr von wem. Oh ja, auch die Uhr vielleicht da hinten. Hilft hier etwas deiner Erinnerung? Also das haben die echt gut gemacht. Ich meine, man muss ja alleine nur mal so die Räumlichkeiten sich ja verändert haben. Das Holz ist alles spröd und alt geworden, Risse in der Wand. Das mit der Uhr finde ich ja auch toll, ne? Also diese Orientierungslosigkeit. Die Uhr dreht sich auch rückwärts, die Zahlen fallen heraus. Ah, oh, ist das gut gemacht. Sowas mag ich. Ich mag so diese Symbolik. Ja, selbst die Ordner stehen falsch rum, oder sehe ich das gerade falsch? Und wir sehen übrigens Schmetterlinge überall. Also die Schmetterlinge leuchten. Da hatten wir ja gerade leuchten hier auch leuchtende Schmetterlinge. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie eine Anspielung auf die erste Staffel von Life is Strange ist. Könnte natürlich sein. Wer hat dich angerufen? Wahrscheinlich deine Tochter, ne? Oder eine Enkeltochter, meine ich. Hat Riley dich vielleicht angerufen? Ich glaube, sie war's. Ja. Sie rief wegen einer neuen Bestellung an. Och, Himmel. Aber für wen nur? Tja, für wen nur? Na, ist doch ganz klar, ne? Wahrscheinlich... Also für wen nur wahrscheinlich, ja, als viertes hier. Da steht es ja dran, da ist ja so ein Schild angeheftet. Das müsste sein, ne? Expresslieferung. Riley ist bestimmt dafür hergekommen. Ja, Expresslieferung. Mit Check bezahlt. Oder per Check bezahlt. Ich denke, die Bestellung war für diese Lilien. Natürlich. Riley hat mir noch geholfen, bevor sie gegangen ist. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer sie bestellt hat. Ja, wer sie bestellt hat, können wir das an der Kasse erkennen. Die Kasse ist doch jetzt noch das letzte Objekt, was wir anwählen können, oder? Hm, machen wir das mal. Der Scheck für die Lilien ist bestimmt hier drin, oder? Da steht bestimmt der Kunde drauf. Bestimmt. Gut, ja, wenn sie die Stimme mit Check bezahlt, klar, wird er hier drin liegen. Mr. Jedediah Lucan, Jedediah Lucan. Aha, wer ist das denn? Haven Springs, bla bla, Liefer, 89 Dollar, 0 Cent, blub blub blub. Arrangement im Korb. Jed Lucan. Ah, Jed die Lucan. Lilien sind wohl für Jed? Dann kennen wir doch, Herr Jepton. Ja, alles gut. Ja, genau. Rileys Bestellung war für Jed.
Ja, jetzt lichtet sich der Nebel. Wunderbar. Ich wusste, du findest es raus. Das verdanke ich ganz allein dir. Tja. Ernsthaft, Alex. Du bist ein Engel. Dankeschön. Das ist nett. Jet plant sicher eine Veranstaltung. Ich frag mich, warum er Lilien will. Die sind normalerweise für Beerdigungen. Oh Gott. Sie kann sich nicht erinnern. Oh Gott, die Arme. Ah. Das ist jetzt die Frage, ihr von Gabe erzählen. Ich meine, wir haben sie gerade jetzt emotional ein bisschen aufgebaut. Sie ist jetzt gerade eigentlich in einer total glücklichen Stimmung. Weiß ich nicht, wenn ihr mir jetzt erzählen, dann könnte sie das eigentlich total deprimieren. Da könnte sie sich dann am Ende erwünschen, dass sie es wieder doch vergessen hätte. Also warum, jetzt mal ganz ehrlich, wir wollen den Leuten ja ein bisschen helfen. Oder wir haben jetzt alles daran gesetzt, sie wieder erinnern zu lassen, wofür das war. Aber wir können ja ruhig den Schmerz, obwohl, bringt das was, ihr den Schmerz zu ersparen? Weil früher oder später wird sie es ja eh irgendwie rausfinden. Aber ich will ja ehrlich gesagt den Schmerz ersparen, mal ganz ehrlich. Muss nicht sein. Sie jetzt. Sie kennen doch Jet. Er kennt bestimmt nicht den Unterschied zwischen Lilien und Tulpen. Unterschätze ihn nicht. Er ist schlauer, als man denkt. Ich hoffe, das war kein Fehler jetzt, aber irgendwie, ich war gerade so happy. Ja. Ich will die nicht komplett zerstören jetzt, ja. So. Danke für deine Hilfe. Bis ganz bald. Jo. Tagebuch, gibt's ja endlich irgendwas noch. Eleanor Angst. Denk an all die Momente, in denen du vergessen hast, was du gerade sagen wolltest oder warum du ein Zimmer betreten hast oder den Namen von jemandem, den du schon tausendmal getroffen hast. Wir nennen es Fadenriss, ein lustiger Begriff für die plötzliche Fehlfunktion aller Synapsen. Tatsächlich ist es eines der hilflosesten Gefühle überhaupt. Das ist es, was Eleanor im Blumenladen fühlte. Nur schlimmer. Es ist ein ruhiger, unbekannter Schrecken. Es braucht eine besondere Person, um damit umzugehen, ohne zusammenzubrechen. Eleanor ist stark und auch stur, aber irre stark. Wenn ich ihre Aura nicht hätte sehen können, hätte ich es vielleicht nie gewusst. Ja, weil die Leute das alle ziemlich gut hier irgendwie verstecken können, was ihre wirklichen Probleme sind, ne? Ich führte sie aus dem Nebel. Alles gerät aus den Fugen, all meine Erinnerungen verblassen. Sie werden mich zwingen, den Laden zu schließen. Was für eine Erleichterung, aber dann erinnerte sie sich nicht an Gabes Tod und es drehte mir den Magen um. Ich habe es nicht über mich gebracht, es ihr zu sagen, den Schmerz erneut zu sehen, frisch auf ihrem Gesicht. Ja, deswegen, also, vielleicht wäre es ehrlicher gewesen, das zu tun, aber ich wollte es jetzt ehrlich gesagt nicht antun. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, komme ich mir wieder machtlos vor. Der Gedanke an die Zukunft schmerzt, wenn ich diesen Ort nicht länger kenne. Verstummende Trommeln sind alles, was ich höre, und ich erinnere mich nicht an dein Gesicht. Ciao. Die Post können wir uns eigentlich noch angucken. Ich hoffe, es ist was Gutes. Wichtige Nachricht. Purple Mountain Krankenhaus. Naja, wir wissen ja, dass es etwas weniger Gutes ist. So, wir verlassen mal den Laden. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, während das hier lädt. Wie weit sind wir denn schon? 38 Minuten sind wir gerade. Ja, Eleanor meinte, Mac wäre hier irgendwo. Aber ich sehe ihn nicht. Vielleicht bei der Brücke? Wer nervt mich jetzt hier? Was ist das denn? Hat jemand Tipps für 10 wilder Katzen? Ich habe diesen Süßen in meiner Mülltonne gefunden. Aber ist etwas verrückt. Ja, der chillt da so ein bisschen ab, ne? Sieht aus, aber so, ja, komm, mir kann gar nicht keiner was hier. Steph Gingrich, das ist eine Raubkatze. Er ist ein Pummelchen. Jasmine, das ist kein Streuner, das ist ein Puma-Baby. Sei sehr vorsichtig, sie werden aggressiv, wenn sie sich bedroht fühlen. Versuch die Tür aufzulassen, vielleicht geht er von allein. Und wenn er unter meinem Bett ist, Besen, ich rufe den Tierschutz an. So schlimm, ja. Ich frage mich ja, blablabla. Wir freuen uns sehr anzukündigen, dass sich bald ein neues Gesicht unserer Gemeinde anschließen wird. Heißt Jack Stevens willkommen. Er wird das Restaurant beim Park übernehmen. Hallo alle zusammen, ich freue mich darauf, euch bald Essen zu servieren, sagte er und hatte kein Profilbild. Also, schönes Gesicht, was wir da jetzt, diesem Restaurant zuordnen können.
Willkommen in Haven. Freut mich, dass du hier bist. Komm jederzeit vorbei, falls du was brauchst. Es ist eine Falle, nur ein Witz. So, das war's ja eigentlich. Ja, wisst ihr was? Eigentlich ein guter Punkt hier, die Folge zu beenden. Ich weiß, wir sind noch ein bisschen unter der Sache. Ich habe mir aber überlegt, bei dem Spiel wäre es auch ganz gut, wenn ich einfach, ja, immer bei gewissen Sinnesabschnitten einfach einen Punkt mache oder so, ne? Weil, wer weiß, wie lange das denn die Konfrontation mit Mac geht und sowas. Ja, und ich will halt einfach versuchen, dass die Folgen nicht zu überlang werden, dass wir dann plötzlich eine Folge haben, die eine Stunde und 15 Minuten geht. Deswegen würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns auf zu Mac und ja, ich freue mich drauf und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Life is... ganz kurz, die Olle hier läuft, wie oft läuft denn die an uns vorbei? Was macht denn die? Ist doch schon 10 Mal an uns vorbeigelaufen. Die rennt hier so plump durch die Gegend, fotografiert und rennt dann immer weiter im Kreis. Ich verfolge dich, ich weiß, was du vorhast hier, ne? Also, während Alex ihr hinterherläuft und mal ihre dunklen Machenschaften, wahrscheinlich arbeitet sie für den Deep State, man weiß es nicht, würde ich sagen, machen wir hier Schluss und ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder von Life is Strange, True Colors. Bis dahin, ciao.